Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr auch wieder bei meinem neuen Video eingeschaltet habt. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, packen wir heute die Chest of Fandoms aus dem Monat Oktober aus. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist Ende November. Heute ist der 22. November und wir packen heute erst die Oktoberbox aus. Das hat einen einfachen Grund. Eigentlich sollte die Box am 29. Oktober verschickt werden. Aber es gab, genau wie bei der Lady of the Death Box, wieder irgendwelche Probleme. Und ja, jetzt wurde sie halt erst einen Monat später verschickt. Jetzt machen wir uns aber auch dran, die Box zu öffnen, wofür ihr auch das Video eingeschaltet habt. So, ich habe sie, wie ihr seht, noch zu. Ich wollte sie nämlich mit euch aufmachen. Und ich habe eben, als ich es angehoben habe, schon was klingeln gehört. Bin mal gespannt, was das ist. So, unos momentos. Machen wir es. Natürlich klappt es jetzt nicht beim ersten Mal. Tada! So, dann schauen wir mal, was da drin ist. Ich habe sie wieder mit T-Shirt bestellt. Ich stelle sie mal wieder hier hin. So, ich habe sie wieder mit T-Shirt bestellt und das liegt auch direkt ganz oben auf. Es soll ein T-Shirt zum Fandom von Ein Fluch so ewig und kalt sein. Ich muss jetzt hier immer auf mein Bücherregal gucken. Ich habe nämlich seit meistem jetzt hier das Bücherregal stehen. Ja, ich habe das Buch noch nicht gelesen, daher kann ich nicht genau sagen, was da drauf ist. My Heart is in Emberfall. Ich gehe mal davon aus, dass die Stadt oder das Königreich Emberfall heißt. Ja. Die Farbe ist aber super schön. Wiesenburgunder, da ist auch so ein Sticker drauf. Ich gehe mal davon aus, dass das Branding Express. Ich weiß nicht, was da drauf steht. Ich kann es euch nicht sagen, was das bedeutet. Aber ja. Wir machen erstmal mit der Box weiter. So, wie gesagt, hier ist die Spoilerkarte, da steht auch drauf, was alles drin ist. Und hier ist die Beautiful Monsters Oktoberbox Karte. Mit den Daten für die Foto-Challenge, die mal wieder nicht stimmen. Ja, egal. Ich reg mich darüber jetzt auch nicht mehr auf. Ich werde eh nicht mitmachen. So, schauen wir mal. Ist auch wieder schön mit grünem Papier, wie sich das gehört. So, als erstes oben auf liegt eine Illustration. Ich gehe mal davon aus, dass das unsere beiden Hauptprotagonisten sind. Die Karte ist handgeschrieben, aber halt eingescannt handgeschrieben. Liebe Leserin, lieber Leser, hast du dich schon mal gefragt, ob nicht auch andere Dimensionen auf uns warten, ob es dich in einem völlig anderen Leben gibt, ob du da ähnlich zu deinem Ich hier wärst? Ellie aus The Last Blessed, Lichtkuss, hat sich das, um ehrlich zu sein, nie gefragt. Sie lebt mit beiden Beinen in der Realität und träumt sich selten bis gar nicht in fremde Welten. Bis Caleb auftaucht und alles auf den Kopf stellt, was sie, wie du dir vielleicht denken kannst, nicht ganz so toll findet. Mit diesem Buch hoffe ich, dir ein paar Stunden zu bescheren, in denen du dich in eine neue Welt fallen lassen kannst. Ich bin der festen Überzeugung, dass es noch so viel mehr als nur das gibt, was wir kennen. Also bist du bereit, mir in eine völlig neue Dimension zu folgen. Alles Liebe, Annika. Ich gehe mal davon aus, das ist die Autorin. Ja, Annika Hanke, The Last Blessed, Lichtkuss. Erschienen im Impress Verlag und mit einem wunderschönen Buchschnitt. Ich glaube, daran hat es auch gelegen, dass das so lange gedauert hat. Noch eine Karte. Ich gehe mal davon aus, das sind wieder unsere Protagonistin, nur von einem anderen Künstler gemalt. Bist du... Ich lese gerade hier die Widmung vor. Bist du bereit, mir in eine neue Dimension zu folgen? Also wieder das, was unten steht. Annika. Ja, das wäre das Buch. Schauen wir mal, was sonst noch in der Box drin ist. Es sollen noch weitere Goodies zu Ein Fluch so ewig und kalt drin sein. Und auch was zu City of Bones, was eigentlich der ausschlaggebende Grund war, warum ich es bestellt habe. Und, ich sehe schon, das ist auch wieder Ein Fluch so ewig kalt. My Heart is in Emberfall. Ein Brillenputztuch. Passt ja sehr gut. Ich habe heute nämlich ausnahmsweise mal meine Brille zum Filmen an.
Normalerweise ziehe ich die zum Filmen nämlich nicht an. So, ah genau, Flame and Arrow ist auch noch drin. Da ist ein, ich sag mal, Lesezeichen mit Fae. Ich weiß nicht, ob sie so heißt oder... Ach so, nein, sie ist eine Fae. Bist du eine Fae oder bist du ein Drache? Ja. Lies jetzt rein. Sandra Krauer. Das Buch habe ich tatsächlich auch auf meiner Wunschliste und ja, werde das demnächst vielleicht auch auf meine Weihnachtsliste packen. Ich werde euch nämlich noch ein Weihnachtswunschvideo abdrehen. Da werden auch nicht nur Bücher drauf sein, sondern auch Merch und Kram und Sammeldinge, die halt einfach mit dem Lesen einhergehen, wie Funkos und Co. Aber da gibt es ein extra Video dazu. So, das hier ist aber definitiv, ich wollte gerade sagen, nicht von Flame and Arrow. Das ist eine Postkarte von The Clans of London, Hexentochter. Finde ich auch super schön. So, ich muss vor mein Gesicht halten. Finde ich auch super schön. Ich finde, sie ist super schön gezeichnet. Und sie hat eine Halskette an, die bestimmt irgendwas zu bedeuten hat. Und hier haben wir aber eine Postkarte zu Flame and Arrow mit dem Drachen. Finde ich auch mega cool. Ich finde, sie hat ein super schönes Gesicht. Ich wäre ja froh, ich könnte so zeichnen. Aber ja. Ah, jetzt weiß ich auch, was hier so geklackert hat. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre es gewesen. Ich dachte, dieser... Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Hätte geklackert. Murderous Little Creature. Ich gehe mal davon aus, genau, dass das auf Blood and Ash gemünzt ist. Ein Dinner 5 Ordner. Da könnte ich so... Da sind schon so Plastiktüten. Da könnte ich meine ganzen Fanarts mal reinmachen. Ich habe so viel Postkarten, Fanarts und Co. Und könnte das dann quasi so ins Bücherregal stellen, wenn das passt. Ja, sollte ja eigentlich. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gestaltet. Gefällt mir. Ich höre schon wieder, da klackert doch was. Jetzt weiß ich, was hier geklackert hat. Es war ein Pin. Und zwar der New York Shadowhunters Institute Pin. Ja. Okay. Ich glaube, das war auch wieder alles von Shadowhunters. Ich weiß es nicht. Pins sind ja immer gut. Ah ne, da ist noch eine Shadowhunters New York Institute Kerze. Riecht diesmal sogar gut. Also... Ist jetzt kein Duft, den ich im Geschäft kaufen würde. Ich kann auch gar nicht sagen, nach was es riecht. Erst dachte ich fruchtig, aber kann auch blumig sein. I don't know. Ja, das waren dann wohl die zwei Shadowhunter-Artikel. Dann natürlich gibt es, zugestaubt, wieder Karten, Spielkarten. Diesmal eine 4. Ja, ich dachte, ich sammle nur 7 bis Ass. Jetzt habe ich halt noch 4. Auch mit diesem Deckblatt zu Beautiful Monsters. Also dem Deckblatt der ganzen Oktoberbox. Und jetzt ist, glaube ich, noch ein Sache drin. Genau. Und das ist die Illustration zu Beautiful Monsters. Ich weiß nicht, ob das mit dem Buch was zu tun hat oder nicht. Ob das unsere Darsteller, unsere Protagonistin aus dem Buch sein soll. I don't know. Aber wir werden es wohl bald erfahren. So ihr Lieben, das war das Unboxing von der Chest of Fandoms aus dem Monat Oktober. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren verraten, was euer Favorite Item aus der Box war. Ich denke, bei mir läuft es auf den Ordner hinaus, weil er einfach wunderschön designt ist. Und ich finde diese Efeu-Blätter, die erinnern mich einfach immer an Herr der Ringe. Und wenn mich irgendwas an Herr der Ringe erinnert, dann finde ich es immer gut. Ja, hier hinten ist übrigens noch Poppy drauf, falls ich das eben nicht gezeigt habe. Ja, ich glaube, ich lege mich heute auf den Ordner fest.
Ja, die Kerzen finde ich natürlich auch cool, aber weil es einfach Shadowhunters ist und ich Shadowhunters liebe. Aber ich glaube, den Ordner finde ich cooler. So, und jetzt gucken wir mal auf die Spoilerkarte. Ah nein, da steht leider nicht drauf, nach was es riecht. Ah. Ja. Egal. Ja. Aber ich weiß nicht. Wenn irgendjemand die Box hat oder die Kerze im Shop gekauft hat, verrat mir mal bitte, was ihr denkt, nach was es riecht. Ich kann es nämlich nicht sagen. Ich muss euch jetzt auch leider sagen, dass diese Box die letzte Standard-Monatsbox sein wird, die ich bestellt habe. Ja, ich habe jetzt noch die Sonderbox zu Schattenthron, die im Januar erscheint, bestellt. Die ist schon bestellt, schon seit 2 Wochen oder so. Und ich habe auch noch die Schutzumschläge für Rechte Siebenhöfe 1 bis 4, die noch verschickt werden. Und offen ist auch noch From Blood and Ash und der zweite Band in der Limited Edition. Aber ich habe mich jetzt in den letzten Tagen zu sehr über Chest of Phantoms aufgeregt. Nicht mal ich per se. So, jetzt kommt der Lumpensammler. Also falls es im Hintergrund klingelt, das ist nur hier auf der Straße. Nee, eine Freundin von mir hatte sich in ihrer Story negativ geäußert, weil Chest of Phantoms eigentlich die ganze Zeit nur gesagt hat, ja, danke für euer Verständnis, danke für euer Verständnis. Und sie dann mal so kommentiert hat, was für Verständnis. Ihr seid ein professionelles Unternehmen, mal 1-2 Tage... gar kein Problem, aber es ist bei jeder Box irgendwas, wo ein Item nicht rankommt, wo sie es dann später verschicken. Da drin ist ja immer so eine Spoilerkarte und so eine Foto-Challenge-Karte. Die Foto-Challenge, die rückt jetzt immer weiter nach hinten. Das heißt, die Termine auf der Karte stimmen gar nicht mehr überein. Und wehe, man postet schon vorher was und spoilert andere. Es ist ein Riesendrama. Ja, auf jeden Fall hat meine Freundin dann, was wollte sie bestellen? Ich glaube auch von Blood and Ash, die Sonderedition mit diesem farbigen Buchschnitt. Und irgendwie hat das nicht geklappt auf ihrer Seite. Und dann wollte sie sich über Instagram mit Chest of Phantoms in Verbindung setzen. Dann wurde ihr die Seite von denen, also die Instagram-Seite, gar nicht mehr angezeigt. Dann ist sie auf ihr privaten Account, nicht auf ihren Buchblogger-Account. Dort ging die Seite. Dann hat sie uns in unserer Leserundengruppe geschrieben, ja, seht ihr die Seite von Chest of Phantoms? Wir haben sie alle gesehen, aber über ihren Buchaccount kam sie einfach nicht auf diese Seite. Ja, das Ende vom Lied war, sie wurde scheinbar blockiert. Ja, dann hatten mehrere Buchblogger das in ihrer Story gepostet und dann hat sich Chest of Phantoms auf einmal mit meiner Freundin in Verbindung gesetzt, ja, was denn überhaupt los wäre. Plötzlich hat sie die Seite wieder gesehen und ich meine, ich habe selbst einen Online-Shop, ne? Ich weiß, wie es ist. Man macht Fehler, man ist nur menschlich, das kann ich voll und ganz nachvollziehen, aber sie hat mir die Screenshots von den Nachrichten mit Chest of Phantoms geschickt. Da war kein Wort von, es tut uns leid, es war kein Wort von, oh, wir wissen nicht, wie das passiert ist, sorry, das war auf jeden Fall nicht beabsichtigt, sondern es wurden Vorwürfe gemacht. Es wurde gesagt, ja, dann hättest du uns eine E-Mail schicken müssen, anstatt das in deiner Story zu posten, wo wir das gar nicht sehen können, bla bla bla. Dann sagte sie, wenn ich nichts bei euch bestellen kann auf einmal, wenn ich eure Instagram-Seite nicht mehr sehe, dann gehe ich davon aus, dass ich blockiert bin, dann fange ich doch nicht noch an, eine E-Mail zu schreiben, dann bin ich einfach durch mit euch. Und denke mir so, ja, schön, danke für nichts. Auf jeden Fall ja, ist die Art und Weise, wie Dinge gehandelt werden, für meines Erachtens nicht besonders professionell. Und dementsprechend werde ich dann auch von dieser Box Abstand nehmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir als kleinem Content Creator natürlich immer weiter.
Wer noch nicht den Kanal abonniert hat, sollte das schleunigst nachholen, denn hier findet ihr ein bis zweimal pro Woche ein neues Video zum Thema Bücher, zum Thema Merch, zum Thema Gaming, zum Thema Kreativsein, zum Thema Funko-Figuren, zum Thema Lesen, Lesemonat und so weiter und so weiter und so weiter. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende oder Restwochenende, ist ja heute schon Samstag, und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.